Abgeordnete Sigmar Gabriel. Herr Präsident, meine Damen und Herren, alle haben es gesagt, der Mord an Walter Lübcke ist schrecklich und es ist gut, dass wir eine Debatte darüber führen, was die Hintergründe und Konsequenzen sind. Aber ich finde, wir sollten, und ich glaube, der Kollege Hahn hat das am deutlichsten gesagt, auch klar sagen, wir sprechen damit zugleich über fast 200 Opfer fanatisierter Rechtsterroristen, die seit 1990 in diesem, in unserem Land ihr Leben verloren haben. Ich fand die Bemerkung von Herrn Hahn deshalb wichtig, weil wir nicht den Eindruck erwecken dürfen, dass wir uns jetzt dafür interessieren, wo es einen von uns getroffen hat. Denn das politische Ziel all dieser Morde und der jungen und alten Neonazis ist ja immer das Gleiche. Die Zerstörung des Artikel 1 unserer Verfassung, die Würde des Menschen, ist unantastbar. Dieser einfache, aber so unglaublich bewegende Satz ist es doch, den die Gewalttäter aus der Welt schaffen wollen. Und deshalb sind die rechtsradikalen Gewalttaten eben immer auch ein Angriff auf uns, auf die Art, wie wir leben wollen, auf Freiheit, auf Demokratie und diese Würde des Menschen. Und man muss halt auch zugeben, dass die Warnungen vor rechtsradikaler Gewalt ja nicht neu sind. Und natürlich müssen wir uns fragen, ob wir ausreichend aktiv gewesen sind, um dem nachzugehen. Ich habe mich gefragt, was in diesem Land wohl los gewesen wäre, wenn Linksterrorismus der RAF fast 200 Menschen zum Opfer gefallen wären, was da wohl in Deutschland los gewesen wäre. Wir haben damals als Demokratie, als wehrhafte Demokratie die Zähne gezeigt auf zweierlei Weise. Wir haben Recht verändert, Strafverfolgung ermöglicht, oft auch umstritten. Übrigens, das Ergebnis ist nicht, dass dieses Land illiberaler geworden ist. Es ist immer liberaler geworden. Aber wir hatten auch mutige Innenminister wie Gerd Baum, die sich ideologisch mit den Feinden der Demokratie auseinandergesetzt haben. Ich wünsche mir, dass wir mit gleicher Härte und Entschlossenheit, aber auch mit dem gleichen Mut in die Offensive gegen diesen Rechtsterror gehen und den Rechtsextremismus, wie damals gegen die RAF. Mehr als 12.000 gewaltbereite Rechtsradikale in Deutschland. Das sind die Zahlen, die wir aus dem Bundesinnenministerium bekommen haben, dürften eigentlich Grund genug sein. Übrigens, ja, Herr Innenminister, es gibt Gewalt, auch links, und es gibt auch islamistische Gewalt. Nichts davon ist zu rechtfertigen, und all das muss auf unseren Widerstand treffen. Aber eins stimmt eben auch. Massenhaft gemordet in diesem Land wurde rechts. Der Feind der Demokratie steht heute nicht irgendwo, sondern rechts. Da steht der Feind der Demokratie. Ich finde auch nicht, dass wir panisch oder mit operativer Hektik reagieren müssen. Dafür eher kühl und konsequent, aber vor allen Dingen auf Dauer. Wir müssen uns auf eine lange und intensive und beharrliche Arbeit für unsere Demokratie einstellen. Deshalb müssen zum Beispiel die Akten über die NSU-Morde ausgewertet werden, statt sie für 120 Jahre unter Verschluss zu stellen. Also, mal ganz im Ernst. Ja, jetzt sind es 40 Jahre, das sind auch noch 40 Jahre zu viel. Wer auf solche Gedanken kommt, der muss nicht ganz bei Trost sein, so etwas in dieser Situation aufzuschreiben. In den vielen tausend Seiten dieser Akten finden wir doch Hunderte, wenn nicht Tausende von Hinweisen, welche Netzwerke, Verbindungen und ideologische Wegbereiter es gibt. Denn wir müssen doch nicht nur gegen die Gewaltbereiten vorgehen, sondern auch gegen die selbsternannten Herrenmenschen in ihren Herrenhäusern, die den ideologischen Boden für Mord und Totschlag bereiten. Und das sind eben die Identitären und ihre Ideologen. Das sind die Reichsbürger, von denen der Bundesinnenminister sagt, sie hätten eine Affinität zu Waffen. Ehrlich gesagt, ich würde mir wünschen, wir entwickeln einen Plan, um diese Kerle endlich zu entwaffnen in diesem Land, statt einfach eine Waffenaffinität zu beschreiben. Und es sind
die teilweise enthemmten und unmenschlichen Hassattacken in rechtsextremen und asozialen Netzwerken. Das ist die digitale Begleitmusik, aus der heraus Straftaten bis zum Mord an Walter Lübcke ermöglicht und übrigens nachträglich bejubelt wurden. Ich nenne das digitale Beihilfe zu Straftaten und Mord. Das ist das, was da stattfindet. Es ist diese sprachliche Gewaltbereitschaft, die physische Gewalt vorbereitet. Es hängt entscheidend vom gesellschaftlichen Klima ab, ob man rechtsradikale Antworten salonfähig macht oder ob sie gesellschaftlich tabuisiert bleiben. Das ist eine alte Erkenntnis der Autoritarismusforschung der 50er Jahre. Und damit, meine Damen und Herren, sind wir bei Ihnen von der AfD angelangt. Damit wir uns nicht missverstehen und Sie sich auch nicht rausreden können: Es ist in Deutschland erlaubt, rechts zu sein. Es ist in Deutschland erlaubt, deutschnational zu sein. Es ist in Deutschland erlaubt, sich gegen Migration auszusprechen. Das ist alles erlaubt. Was nicht erlaubt ist, ist die Brandmauer zu Nazis, ob jung oder alt, aufzumachen. Das ist nicht erlaubt in Deutschland. Deutschnationale hat es in diesem Land immer gegeben. Früher häufig in der Union, auch bei der FDP, auch bei der SPD. Aber keinem, und das ist der Unterschied zu Ihnen, Alfred Dregger nicht und keinem, wäre der Satz, Herr Gauland, über die Lippen oder auch nur in den Sinn gekommen, dass der Nationalsozialismus ein Vogelschiss in der deutschen Geschichte gewesen sei. Keinem wäre dieser Satz über die Lippen gekommen. Sie haben Bundestagsabgeordnete, die sagen, als wirksames Instrument zur Kriminalisierung der Deutschen und ihrer Geschichte wird immer noch der Völkermord am europäischen Judentum herangezogen. Sagen Sie mal, schämen Sie sich nicht, solche Leute in Ihren Reihen zu dulden? Sie dulden Hetzer wie Höcke, und es nützt nichts, formale Unvereinbarkeitsbeschlüsse zu fassen mit den Identitären, wenn Sie dann diese Leute auf die Kandidatenlisten bringen, um sie vor dem Verfassungsschutz in Deutschland zu schützen. Das ist Ihre Politik, die gefährlich ist. Sie versuchen, lieber Herr Kollege, auch wenn ich Ihnen gern zuhöre, Sie haben Ihre Redezeit bereits erheblich überschritten, und ich bitte Sie, Ihre Schlussbemerkung zu formulieren. Danke für den Hinweis, Herr Präsident. Ich komme zum Schluss. Sie versuchen, sich hier rauszureden und zu tun, es ginge um Meinungsfreiheit und Demokratie und wir würden Sie angreifen. Die Wahrheit ist, Sie haben sich mitverantwortlich gemacht, weil man nicht nur für das verantwortlich ist, man sagt und tut, sondern auch für das politische Klima in diesem Land. Und da sind Sie Haupttäter und nicht etwa Opfer. Vielen Dank. Nächster Redner.